Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Origins. Und ich habe vollkommen vergessen, was ich in der letzten Folge alles gemacht habe. Ich muss mal kurz in meinen Questlog schauen. Genau, wir haben, meine ich, einiges aufgeräumt. Genau, und wir haben uns hier auch. Ah, ja. Haven, genau, der Hinweis auf Haven. Das kommt später. Ich weiß jetzt gar nicht, wo der letzte, ob ich jetzt schon alle in Denerim hatte, erinnere ich mich auch nicht mehr. Wo meckert denn da eine Ziege rum? Das ist ein Hund. Wo ist diese Ziege, die ich die ganze Zeit meckern höre, die ich aber nicht sehe? Hört ihr, ne? Da meckert eine Ziege. Hier. Ach, das sind aber Hühner. Nee, da ist eine Ziege. Ah, da alles klar. Gut. Ich wollte moppern, das da, ne? Okay, das war die. Ja. Und ihn niemals beherrschen. Finster und verrucht sind diejenigen, die seine Gabe genommen und sie gegen seine Kinder gewandt haben. Alles klar. Genauso wird es geschehen. Gut, wir haben alle Ist Quests. Melifica die Verfluchten und weder in dieser Ja. noch in der nächsten Welt Ruhe finden. Dazu wollte ich Nee, hier können wir nichts tun, weil das, was wir hier tun können, haben wir nicht. Hüstel. Ja, jetzt muss ich gerade mal in mich gehen. Wir haben. Was sollten wir jetzt als nächstes machen? Na gut, das ist was anderes. Denerim. Vermisster Krieger. Ja gut, da können wir einfach nur jemanden auf den Reisen. Räuber. Finde die Maleficare im Gesinde. Ja, ich komme aber nicht ins Gesindeviertel. Die roten Ruderer. Ja, die machen wir jetzt mal. Die roten Ruderer. Die sind im War das hier? Nee. Gott, ich verlaufe mich in Denerim immer. Dabei ist das alles da. Andere Seite. Da hinten. Da, das Gebäude müsste das eigentlich sein. Im müden Aber sehr. Adligen. Okay, wir kriegen einen Eintrag zur Politik in Ferelden. Ja, yeah, das ist, wenn man. Ja, wenn wir mal Zeit haben. Ja, es ist teilweise echt ein bisschen. War das nicht hier? Hier betrinkt sich der Adel und findet heraus, wer von ihnen sich selbst am wichtigsten nimmt. Gute Zeiten. Ob es hier wohl einen guten Pflaumenwein gibt? Seht mal, was die Frau da anhat. Ist sie betrunken oder hat sie nur einen schlechten Geschmack? Vielleicht beides. Was darf es denn sein, Fremder? Ach so, jetzt habe ich vergessen. Also, wir haben ja auch nach illegaler Arbeit gefragt. Er sieht sich nach neugierigen Blicken um und holt dann einige Mitteilungen im Namen interessierter Gruppierungen hervor. Das sind nämlich die Schurkenquests in Denerim. Okay, der Correspondentus Interruptus. Er hat eine kleine Bitte. Es ist immer gut, einen großen Namen in der Hand zu haben und es gibt nichts Besseres, als diesen mit heruntergelassenen Hosen zu erwischen. Sollte irgendjemand bei seinen Reisen auf Briefe ungebührlicher Liebender stoßen, so kenne ich gewisse Spezialisten, die aus derartigen Schreiben großen Nutzen ziehen könnten. Wenn ihr sie dem Schankwirt gebt, wird euch eine großzügige Investition in zukünftige Manipulationen ausgezahlt werden. Ja, das haben wir. Problemlösungen. D ist auf unverzügliches Handeln angewiesen. Ich habe Probleme. Ein paar meiner reizbaren jungen Partner sind während einiger heikler Übergaben nervös geworden. Es genügt zu sagen, dass sie ein ziemliches Chaos veranstaltet haben, das beseitigt werden muss. Auch wenn Leben üblicherweise nicht viel zählen, drohen Konsequenzen, wenn etwas darüber nach außen dringt.
unter meiner eigenen Männer intensiv überwacht werden, wäre ich ausgesprochen dankbar, wenn sich jemand um diese Sache kümmern könnte. Gold wird zugesichert. Und die Verhandlungshilfen, K verlangt Folgendes. Der Ärger mit dem neuen Blut sucht nun auch mich heim. Durch meine alternativen Methoden mussten einige Federn lassen und sie haben mich dafür bei meinem Hauptlieferanten angeschwärzt. Darum mache ich allen freigeistigen Freunden, die einen Verbündeten suchen und etwas Kleingeld gebrauchen können, diesen Vorschlag. 15 Giftextrakte dürften mehr als ausreichen, damit ich weiterhin Unterstützung für meine Unternehmung aufbauen kann. Ganz einfach, nicht wahr? Wir haben, ich glaube, das ist das, ne? Haben wir nicht genug, alles klar. Ich weiß nicht, ob wir hier das schon was abgeben was können. Was darf es denn sein, Fremder? Ich habe einer euren interessierten Gruppierungen einen Gefallen erwiesen. Es müsste die Correspondentius Interruptus sein. Er nickt diskret und macht sich bewusst, welche Anerkennung dir zusteht. Nicken und weggehen. Alles klar. Welche Quest? Ah ne, Verhandlungs... Ich hatte 15 Giftextrakte. Okay. Was haben wir noch? Was darf es denn sein, Fremder? Können wir den... Nee, doch nicht. Dann haben wir das nicht. Okay. Natürlich. Seht euch einfach um. Gucken wir mal gerade. 15 Giftextrakte. Ach, das war das. Ja, jetzt weiß ich wieder. Ich habe gerade gedacht, das wäre das Fertige. Was aber nicht stimmt, ist das andere. Okay, sonst hat er, glaube ich, eigentlich nichts. Bier. Oh, ja. Die kaufen wir mal, weil es große sind. Injury Kits haben wir noch genug. Wir kaufen auch mal die Firma Barry Crunches. Dann haben wir wieder welche. Alles klar. Ja gut, dann gehen wir mal hier um die Ecke, weil hier müsste eigentlich... Ja, die roten Ruderer. Sicherheitshalber machen wir mal einen Quick Save. Wir den auch so überreden können. Was glotzt du so? Wir sind die roten Ruderer. Rote Ruderer? Hast du noch nie von uns gehört? Wir sind Söldner aus allen Teilen der Welt. Wir haben viele Schlachten gewonnen. Und heute Nacht trinken wir, bevor die nächste kommt. Wir versuchen es mal mit überreden. Und ihr trinkt hier? Die Tavernen bei den Docks sind viel besser. Hier schmeckt uns das Bier aber am besten und der Wein. Und es ist weniger Kotze auf dem Boden. Solange wir zahlen, bedienen sie uns schon. Diese Taverne ist für Adlige und die können euch das Leben ganz schön schwer machen. Adlige? Vielleicht hast du recht. Gut, wir gehen. Wir wollen keine Schwierigkeiten mit Adeligen. Ich hätte sie natürlich in die Perle schicken können, ne? Das wäre ja gut fürs Geschäft vielleicht, aber die hatten gerade erst ihr Söldnerproblem und... Oh, der Blackstone Freisch. Der Erbauer segne euch, Wächter. Haben wir hier was? Oh, Todesnachrichten. Wir haben was Neues. Ja, es gibt sie auch noch extra für Denerim, genau. Wächter, es ist stets eine traurige Pflicht, die Nachrichten vom Tod derer zu überbringen, die im Dienste der Gilde gefallen sind. Wenn ihr dazu bereit seid, fällt diese Pflicht heute euch zu. In diesem Brief findet ihr die Namen von 4 Frauen, die kürzlich zu Witwen wurden, sowie Beileidsbriefen zum Verlust ihrer Ehemänner. Alle 4 Männer wurden während des Dienstes für die Freischärler getötet und wir betrauern alle, die für unsere Ideale ihr Leben lassen. Bitte erledigt diese Aufgabe mit der Diskretion und der Einfühlsamkeit, die euch sicherlich im Überfluss gegeben sind. Diese Nachrichten müssen den Witwen Irena in Redcliffe, Larana beim Kallenhardsee sowie Sarah und Tanya in Denerim zugeteilt werden. Deswegen hatte ich in Erinnerung, dass wir mit irgendjemandem im Kallenhardsee sprechen müssen. Alles klar. Ich danke euch, dass ihr diese schwierige Aufgabe übernehmt, Relnor. Ja, machen wir natürlich. Vorräte für die Gilde. Gute Leute, auf uns wartet Arbeit von 2 Seiten und jeder muss seinen Teil dazu beitragen. Die Freischärler sind bereit, jede Person, die uns ein Geschenk in Form von 20 Wundumschlägen macht, dafür zu bezahlen, ohne Fragen zu stellen. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir die Freischärler bereit für den Krieg machen. Raelnor, annehmen.
Alles klar, kann man das hier abgeben? Die Freischärler danken euch. Ja, wir haben jetzt die Wundumschläge abgegeben. Ach so, die Einberufungsschreiben wegen... Lothering. Alles klar, habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Was haben wir denn hier noch? Die Deserteure? Ah, ich nehme an, den letzten... Ja, die haben wir noch nicht. Frostgipfelgebirge ist Haven, denke ich mal. Das sind die... Können wir da... Haben wir schon? Beschäftigt euch etwas? Nevermind. Der Erbauer segne euch, Wächter. Okay, wir haben irgendwas bekommen. Was haben wir denn bekommen? Okay, ich gehe da mal. Sophies Wache. Gute, ist Sophie. Aber gut, ich gehe mal raus. Müsste man mal gucken, was wir als nächstes tun. Alles klar. Ja, das war... Ach so, ja, stimmt, wir können es abgeben. Ist nie falsch. Da stehen aber viele. Okay, die stehen einfach nur so rum. Da das hier nicht so oft passiert, bin ich dann immer so, wer weiß. Alles klar. Edwina sendet euch ihren Dank, dass ihr euch um die roten Ruderer gekümmert habt. Allerdings ist sie enttäuscht, dass es keinen Kampf gab. Hier ist eure Bezahlung. Ihr habt mir wirklich sehr geholfen. Stimmt, das war die, die gesagt hatte, wir könnten das auch gerne, es könnte auch gerne gekämpft werden. Ganz ehrlich, wenn sie einen Kampf will, dann soll sie das selber machen. So. Ich kann hier offensichtlich was abgeben. Und ihn niemals beherrschen. Finster und verrucht sind diejenigen, die... Oder annehmen. Der Kunde ist äußerst zufrieden. Kommt bald wieder. Alles klar, welche Quest war das denn? Kräutermagie. Ich habe 10 Bündel Tiefenpilze gebracht. Aha, habe ich das? Genauso wird es geschehen. Manchmal ist es ein bisschen merkwürdig, aber gut. Und hier gibt es auch eine neue Quest, wie es aussieht. Eine Welt, ein Leben und einen Tod gibt, so gibt es nur einen Gott und er ist unser Erbauer. Dahinter. Die falschen Göttern schenken, sind Sünder. Was? Es wird keine Nachspeise erwähnt? Da. Er hat mich angegriffen. Das ist nicht meine Schuld. Warum hat er mich nur angegriffen? Sie sollten lernen, sich nicht mit uns anzulegen, was? Ich meine, er wird doch einfach verschwinden, richtig? Ja, jetzt ist das Problem, dass wir das nicht tagsüber loswerden können. Finster und verrückt. Genau, das ist die Quest. Also ich glaube nicht, dass wir das... Ich glaube nicht, dass das tagsüber, dass das geht. Dieser Ort, dieser Ort ist so gut wie jeder andere dafür geeignet, einen Leichnam loszuwerden. Er wird nur ein weiterer Sack mit Müll sein, der aus der Stadt gespült wird. Das ist ein Brunnen, aus dem man Trinkwasser holt. Das ist eine komische, aber gut, den Sack entsorgen. Alles klar, es geht bei Tag und wir haben da einfach einen Sack reingeschmissen und niemand kümmert sich darum. Alles klar. Ich überlege gerade, ins Gesindeviertel kommen wir ja nicht. Sven, hat sich jetzt was geändert? Gestern waren hier ein paar Kerle mit wilden Geschichten über Radcliffe. Hast du sie schon gehört? Moment, hier ist ein... Oh, das ist die... Wir können hier ja... Wir müssen ja hier die... Genau.
Ist das die, die hier hinter dem Haus ist? Oh, das kann sein. Da hinter dem Haus saß ja eine, mit der wir rein theoretisch sprechen können, aber irgendwie nicht sprechen konnten. Die ist das, ja. Ja? Möchte das jemand für mich übernehmen? Okay, ich, Oh Gott. Warum machen wir das? Also, ich muss euch leider mitteilen, dass euer Ehemann tot ist. Warum? Was hat er getan, um das zu verdienen? Okay, alles klar. Ja, er hat halt für die Blackstone-Freisteller gearbeitet. Das ist halt passiert. Alles klar. Genau, dunkle Gassen. Wir haben, glaube ich, das als nächstes, weil wir... Ja, da kann man nicht rein. Wir gehen mal hier. Das ist dieses leerstehende Haus, wo wir den... Wir hatten ja diese Notiz gefunden bei einem toten Templer, der Blutmagiern auf der Spur war. Und ich denke mal, das machen wir jetzt mal. Okay. Sieht jetzt nicht so... Nein. Ich wollte das Journal haben. Das ist das. Ach so, können wir trotzdem... Ach so, war das das, wo man durchkommt in einen anderen Teil des... Nee. Ach Mensch. Doch, hier. Ich wusste es doch. Wie ihr wünscht. Falle entdeckt. Ah, da unten. Blutmagier, Söldner. Ja, ist jetzt die Frage, ob wir uns hier unten in den Kampf einlassen wollen oder vielleicht besser nach oben gehen. So begierig aufs Sterben, nicht wahr? Okay, ich glaube, damit hat sich das erledigt. Wir müssen runter, weil alle gehen runter. Erstmal die Falle wegmachen. Das ist hier schon alles gleich ziemlich wild. Unterbrech mal den Magier bei was auch immer er tut. Du gehst mal auf den Kunari-Söldner. Du gehst mal bitte in den Fernkampf. Obwohl, nee, hier mach mal unterdrückende. Unterdrückungsschüsse. Und nicht Streuschüsse und... Was? Ich werde es tun. Ja. Alles klar. Du könntest dann mal auf die Blutmagier gehen. Und du könntest mal einen dicken Umschlag nehmen. So. Wir versuchen einfach mal einen nach dem anderen und fertig. Daran hatte ich noch nie Spaß. Großartig, jetzt bin ich betäubt. Hundi, geh du doch mal auf den Magier, Hundi. Das fände ich super. Weil den Magier müssen wir loswerden. Ergib mich, solange du noch versuchst, gnädig zu sein. Das wird unschön. Das ist... Der Kampf ist wieder so tierisch laut, oder? Erledigt. Alles klar. Das war jetzt vergleichsweise einfach. Jetzt erstmal einen Schlüssel hier gefunden. Was ist hier noch drin? Mhm. Das war jetzt alles. Kein sonstiges Loot. Schweinerei. Okay. Genau, das war das, wo wir durch, nämlich in... Ich glaube, so kommen wir ins Gesindeviertel. Wo man ja sonst im Augenblick nicht reinkommt. Wenn ich jetzt nicht total auf dem falschen Dampfer bin. Was passieren kann. Ich glaube, es ist richtig.
Ein Söldner, okay. Ach, die Söldner, so an sich sind die Söldner nicht so schlimm, fände ich. Mach mal das. Und der Hund könnte gleich auf den losgehen. Alles klar. Bereit. Gucken wir mal. Schnell. Ja, das ist so ärgerlich, dass ich so wenig Ausdauer habe. Vielleicht könntest du mal verjüngen machen? Verjüngen war ja auch eine Ausdauerregeneration, meine ich, ne? Hat er jetzt... Hat sie jetzt... Ja... Mana und Ausdauer. Okay. Das ist ein Problem. Einfach so viel, was ich hier an Ausdauer eh schon brauche. Seht ihr das da? Ja, ja, das ist eine Falle. Ja, ich habe die Falle gesehen. Es muss mich aufregen. Es geht los. Ja, super, dass sie die Falle auch einfach mal ausgelöst haben. Oh, danke. Manchmal. Nur ganz manchmal. Wohin soll ich gehen? Wünsche ich mir, dass die KI ein bisschen besser wäre. Wie immer. Ich bin erfreut. Ich glaube, wir haben hier ziemlich viele Gegner, aber wir können die schaffen. In Ordnung. Wir müssen uns nur durcharbeiten, das nach da oben und... Ach, weißt du was, Bär? Du könntest doch eigentlich schon mal hier den angreifen gehen. Hm? Ja, 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 kannst du. Ja. Okay, wir laufen schon hoch. Ja, super, die haben wieder... Großartig. Die haben die Falle wieder ausgelöst, oder? Was machen die denn da? Oh, nee. Leute, so geht das nicht. So geht das nicht. Der Typ ist voll im Weg. Ist hier ein Magier? Ja, da ist ein Magier. So, heil dich mal gerade. Hier. Das geht auch wieder nicht. Die KI findet den Weg einfach da nicht vorbei. Das ist das Problem. Manchmal ist das super ärgerlich. Alles klar, der Hund ist tot. Wo ist Liliana? Liliana, what did I tell you about going into the... Close combat. Mann, 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 es ist immer das Gleiche. Ja, dann schieß doch auf den. Ach, das war jetzt der falsche... Das ist der Modus, schneller Schuss. Ich vergesse das immer, dass das ein Modus ist. Ja, hier ist Loot, aber das war das einzige Loot, glaube ich. Ja. Okay, hier geht's weiter. Ich fände es jetzt super, wenn ihr nicht sofort... Wie ihr wünscht. ...losstürmen würdet. Eieiei. Hinter uns. Hinter uns geht's ab. Kunari-Söldner. Was mich daran erinnert, dass ich mal unbedingt Stan besser ausrüsten muss, um ihn dann mitzunehmen. Wobei das Problem einfach ist, dass er halt kein Tank ist. Das ist wirklich blöd. Wenn so eine Aufsplittung ist immer kacke. Deswegen sind wir jetzt tot. Win, hol uns wieder. Der Erbauer schütze uns. Okay, und den Magier da hinten. Den Magier da hinten brezeln wir jetzt mal die Steinfaust ins Gesicht. In your face. Warum macht sie das? Warum schießt sie nicht einfach auf den Blutmagier von weiter weg? Nein, nein. Ja, jetzt sind wir gleich tot. Jetzt sind wir gleich tot, weil hier irgendjemand... Oh, Wynn ist die Einzige, die nicht tot.
Aber auch sie ist gleich tot. Alles klar, Leute. Ja, sie ist tot. Alles klar. Oh. Wo habe ich denn zuletzt gespeichert? Klasse, nach dem ersten Kampf hier. Oder? Ach nee, nach dem Kampf hier in dem Raum. Alles klar. So. Die sind da um die Ecke. Ja. Oh, shit. Boah. Was ein arschiger Feuerball, ey. Du kriegst mal einfach gleich verkrüppeln einen Schuss rein. Wird erledigt. So. Machen wir jetzt anders. Den Magier, den müssen wir echt ganz schnell ausschalten. Mach mal das dahin. Ja. Ich hoffe nicht, dass wir das auch irgendwie dass uns das auch erwischt. Ich hoffe mal, Alistair bewegt sich jetzt nicht von der Stelle. Dann müsste es eigentlich gut sein. So, Wynn, du kannst jetzt, hast jetzt noch eine Chance, dem Blutmagier da, diesem Blutmagier, die Steinfaust ins Gesicht zu hauen. Was jetzt? Schaffst du das? Stirb! Ja? Heilung. Da sind zwei Blutmagier. Ich krieg die Krise. Nein! Das ist doch abartig. Mach mal die Gruppen heilen. Okay, der eine Blutmagier ist down, aber der andere noch nicht. Nee, gar nicht wahr. Die sind beide noch nicht, oder? Doch, einer fällt, glaube ich, gerade. Ja, einer ist gefallen. Nein, jetzt hat er mich betäubt. Scheißen. Das ist auch noch ein dicker Söldner. Also ein gelber, sprich einer mit mehr Stärke. Ja. Das nehmen wir mal weg. Das kostet zu viel Haltung. Ja. Ich bin immer noch betäubt. Ah, Gott sei Dank. Jetzt ist er betäubt. Das ist gut. Das dauert ja ewig. Ja, genau. Das habe ich auch gedacht. Das muss schneller gehen. Wir haben nichts, mit dem wir gerade unterbrechen können. Blutmagier. Ja, so. Oh, scheiß Kettenblitz. Dieser scheiß Kettenblitz. Boah, das ist ein so ätzender... Also, der ist natürlich super, wenn man den selber anwendet, ne? Aber ist halt blöd, wenn man den abbekommt. Wie ihr meint. Ja, ich meine das. Was? Wer muss sich ganz kurz ausruhen? Warum muss sich einer von euch ganz kurz ausruhen? Ist doch alles in Ordnung. Aber selbstverständlich. Alles klar, wir haben ein bisschen viel Heilung verbraten, aber wenigstens haben wir von denen jetzt auch was bekommen. Das ist aber eklig hier, ne? So typisch Blutmagie. Okay, interessante Sammlung. Ich bin erfreut. Das sind nur Eisbolzen. Nichts Besonderes. Alles klar. Hier wollte ich aber eben rein und da wurden wir unterbrochen. Das ist eigentlich nur Crap, aber naja.
Ist auch nichts zum Mitnehmen. Ich erinnere mich hier dran. Alles klar. Ich mache jetzt mal an dieser Stelle einen Cut und in der nächsten Folge machen wir uns hier mal weiter durch. Das waren nämlich, glaube ich, ziemlich viele Fallen hier, wenn ich mich recht erinnere. Die fiese Sachen machen wie Feuerspucken und so. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut, tschüss, ciao und bis dann.